heute dreht sich alles um die Stadt. Und ich habe in der vergangenen, nicht in der vergangenen, in einer der letzten Folgen auf jeden Fall gefragt, hey, wollt ihr mir vielleicht ein paar Ideen schicken? Eine Bau-Challenge. Sowas möchte ich in nächster Zeit öfter machen, weil es ist super cool. Es gab insane viele Einsendungen. Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video von mir. Und zwar hat der liebe Klüm aus Craft Attack 9 einen Bauwettbewerb gestartet, beziehungsweise hat seine Community nach Ideen gefragt für sein Bauwerk in Craft Attack 9, was grundlegend erstmal eine Unterwasserstadt werden sollte. Und da hat er nach ein paar Tipps in seiner Community gefragt und da habe ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Moment, um mir wieder Minecraft zu installieren. Denn ich habe auch einen neuen PC und deswegen hatte ich tatsächlich Minecraft nicht mehr gedownloadet. Ich habe es auch etwas länger nicht mehr gespielt, aber ja genau, das war einfach der perfekte Moment für mich, um da wieder reinzusteigen, habe ich mir gedacht. Und genau das haben wir hier getan. Und um auch natürlich die Reaktion von Klim zu hören, müsst ihr ein wenig abwarten. Die werden wir uns gleich anhören, weil tatsächlich auch einige meiner Einsendungen dann halt gezeigt wurden in seinem neuesten Video. Und jo, ansonsten würde ich mal sagen, ich habe mir hier ein bisschen Gedanken gemacht und wurde da auch inspiriert von der neuen Serie Arcane von Riot Games auf Netflix mit diesem Mage-Punk-Stil, der mir sehr gefallen hat. Ich habe gedacht, das kann man hier in Minecraft super nice mit Pink und Blau umsetzen und halt habe mir da verschiedene Baustoffe zusammengesucht und ansonsten werden wir, glaube ich, auch nochmal später auf die Baupalette kommen. Ja, und genau das war einfach das, was ich mir dahinter gedacht habe. Und mit dem eigentlichen, mit den eigentlichen Gebäuden, die ich dabei gebaut habe, war ich tatsächlich nicht ganz so zufrieden. Und habe die auch eigentlich prinzipiell jetzt so prominent nicht eingesendet, sondern eher halt meine Inneneinrichtung und auch die Blockpalette. Weil ich die eben sehr, sehr nice fand. Und genau das ist auch das Ergebnis von all dem, vor allem die Blockpalette. War dann wohl auch das Ausschlaggebende in meiner Einsendung, so wie ich es auch selber betrachtet habe. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich ja hier so mal wieder ans Minecraft-Spielen rangekommen bin. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wird auch noch die Reaktion von Klim selbst folgen. Wir machen weiter. Das habe ich eben gemeint mit dem Lila. Also ein bisschen Lila einbauen fände ich schon sehr, sehr nice. Auch diese neuen Amethysten. Das hatte ich eigentlich von der Farbkombination, habe mich das irgendwie gepackt. Da haben wir hier auch nochmal so ein bisschen, das geht auch gut mit den ganzen Sachen, den Holz mag ich immer noch nicht so. Aber so ab und zu als kleiner, hier sowas, finde ich das schon okay. Das finde ich eine coole Idee. Also diese Ranken würde ich jetzt persönlich nicht einbauen. Das soll so ein bisschen Mage-Punk darstellen. So Mage-Punk in die Richtung würde ich auch nicht gehen, aber diese Farbkombination, die finde ich halt irgendwie interessant. Ja, so viel von Klims Seite. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, was er hier auch dazu gesagt hat. Und ja, dass eben auch die Idee des, dieses Lilas und des Amethyst-Blocks ihn einfach auch dann abgeholt hat irgendwo. Und ansonsten, wenn euch mein Content irgendwie abholt, King der Überleitung, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich, spiel gerne so Städtebausimulatoren und so halt eben mit einem Fokus auf die Ästhetik hinter dem, was ich baue oder dem Realismus. Und ja, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf jeden Fall mal hier auf den Abo-Knopf drücken, ist kostenlos und ja, meine weiteren Videos anschauen. Bis dahin, macht's gut und bye bye.